Meinen Sie? Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Okay, folgen machen Sie. Mal gucken, wo er mich hinführt. Los, lauf an Sie, lauf! Oh ne, sind ja noch mehr. Bitte. Natürlich führt er mich dahin. Moment, hier ein bisschen zurück. Ich muss nur einen anbrennen. So, der brennt. Alles klar. Ein bisschen brennen lassen. Mal schön die angreifen. So. Einer ist noch da. Ja, zwei sind noch da. Shit. Nein. Nein. Okay, beide brennen. Aua. Komm ruhig hier hin. Zack. So. Quest aktualisiert, Herrin des Waldes. Ich kann nochmal was trinken. Das ist Hansi. So, muss Hansi folgen. Oh shit, da war gerade ein Bienenschwarm. Der hat mich gerade hart gehauen. So. 17 Minuten, ich nehme schon wieder verdammt lange auf. Ich denke, ich werde das nochmal in der Mitte cutten irgendwann. Irgendwo. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Okay. Dann wollen wir hochklettern. Beziehungsweise einen Umweg nehmen, doch laufen. So. So, mal hier hoch. Dann kann ich hier noch lang. Hier noch einmal hoch. Hier lang. Holy shit. Ach du Scheiße. Ach du Fucke. Hab hier ein Alter. Geh mal weg, hab hier. Oh Mist, aua. Oh Mist. So. Ich krieg auch. So. Jetzt noch einer hab hier. So, komm schon. Ach du Scheiße. Da hinten ist ein Drache. Oder so. Wie sehen die Harpien aus?
Möchte eigentlich wohl mal in einer Aufnahme sehen. Was ist das da hinten? Das ist ein richtig cooler Drache. Oh shit. So. Versiegeltes Fläschchen und Rabenfedern. Das denke ich mal. Alter. Kommt hier auf einmal eine Harpie an, ey. Oh, drei Harpien gleich sogar. Voll überrascht. So. Hier mal runter und dann wieder zu Hansi. Hier. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums. So laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Okay. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Alles klar. So, wollen wir mal sie folgen? Quest aktualisiert. Komm, lauf, Hasi. Hansi, nicht Hasi. Der ist so ein bisschen langsam, ey. Oh, ne. Da hinten sehe ich schon wieder welche. Damit laufen wir noch nicht vorbei. Vorsicht! Och, ne. Nein, komm. So. Oh, dein Wasservibe ist auch dabei. Das muss jetzt aber nicht sein, oder? So. Der auch noch. So. Ein paar Schlägen hier.
komplett töten. So. Schon. Ah, das leckt jetzt. Das leckt jetzt so. Oh, was stand da gerade? Fuck. Ich hab's nicht gelesen. Oh, ich bin überlastet. Ich bin überlastet. Ich muss mal was fallen lassen. So, jetzt dürfte nämlich überlastet sein, okay. Das war das wohl gerade für eine Meldung, dass ich überlastet bin. Wie sieht es eigentlich mit dem Schwert aus? Ist es eigentlich schon kaputt fast? Okay, 34% noch. Habe ich irgendwas, um das zu reparieren? Na, der Rüstung, fuck. So. Oh komm, haben sie. Du schaffst das. Ah, da vorne ist das Dorf. Mal gucken, was wir noch so aus der Alten rauskriegen. Wir laufen genug. Die Luft ist rein. Keine Mumie in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jagna gefunden, oder? Jenny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Wagst es uns zu stören, Weib? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau,
Sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genauso mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nineveh erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwürr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib! Gib dem jungen Mann den Dolch! Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Okay. Ich trinke jetzt hier nochmal was. Ich will jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Und dann werden wir uns wiedersehen mit The Witcher 3. Ja, das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.